Ali radıyallahu aleyhi erzählt, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Und er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war nicht groß und nicht klein. Seine Hände und seine Füße waren richtig stark, das sind die Knochen. Sein Kopf war groß, sallallahu alaihi wasallam. Und seine Gelenke waren auch, barakallahu fikum, richtig stark und stabil und groß. Die Entfernung zwischen seinem Hals und seinem Bauchnabel war lang. Das wird die Haare, die hier sind normalerweise. Und als er lief, sallallahu alaihi wasallam, oder ging, der ging, als ob er von oben nach unten geht. Das geht, das bedeutet, dass das floss, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich habe niemanden vor ihm oder nach ihm gesehen, wie der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam. Und barakallahu fikum, das ist eine sehr schöne Aussage von Ali ibn Abi Talib. Er sagte, wer ihn sah, hat direkt Respekt vor ihm. Und wer mit ihm Kontakt gehabt hat, hat ihn geliebt, sallallahu alaihi wasallam. Niemand war schöner als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Und niemand war wie der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Vor ihm oder nach ihm, salawatu rabbi wa salamu alaihi.